Herzlich willkommen bei MobiFlip. Mein Name ist Oliver und heute geht es um die Nanoleaf Aurora. Das ist eine smarte Lampe und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ja, ich habe es ja in den letzten Videos schon das ein oder andere Mal angedeutet, denn dieses smarte Gadget war bei mir im Hintergrund zu sehen und das ist eine smarte Lampe bzw. ein System von smarten Lampen, das nennt sich Aurora. Ist von Nanoleaf auf den Markt gebracht worden. Nanoleaf werden vielleicht einige von einer smarten Lampe kennen, die 2014 recht erfolgreich auf Kickstarter gestartet ist. Und deren zweites Produkt war das, glaube ich, das nennt sich Aurora. Und das ist so eine Art Stecksystem von mehreren Lichtpanels. Also ihr seht das hier oben im Hintergrund. Das sind so kleine Dreiecke, die kann man zusammenstecken. Jedes Dreieck ist selbst steuerbar, sprich ihr könnt jedes Dreieck selbst, jedes Panel ansprechen und eine andere Farbe für dieses Panel bestimmen. Es gibt allerdings auch sogenannte Sets, die man sich in der App anschauen kann und die man sich herunterladen kann. Und dann gibt es da so diverse Dinge, wie zum Beispiel über Weihnachten ein Weihnachtsset mit grünen und roten und weißen Lampen, wo dann so ein gewisses Muster, so ein gewisser Ablauf der Farben vorhanden war. Es gibt aber noch deutlich mehr Dinge, aber darauf werde ich im späteren Verlauf des Videos nochmal eingehen. Aber das ist so die Grundidee, ist ein modulares Konzept von Lichtpanels. Da kann man sich ein Starterpack mit 9 Stück kaufen, dann kann man das Ganze erweitern und die Grundidee ist auch, das Ganze an einer Wand zu befestigen und das nur mal, damit ihr eine erste grobe Idee bekommt, was Aurora genau ist. Ja, das System wäre nicht auf dem Kanal von hier und ich habe es ja auch schon in den letzten Videos angedeutet. Eines meiner Highlights in diesem Jahr war das Thema Smart Home und dieses Gadget passt perfekt dazu rein, denn es ist so ziemlich über jedes andere Gadget steuerbar, welches ich hier im Haus besitze. Sprich entweder über Alexa oder über Google oder über Siri, sprich auch die HomeKit-App. Aurora ist hier wirklich offen und breit aufgestellt und lässt sich in ziemlich jedes System integrieren und über jedes System steuern. Es ist auch in Philips Hue zu finden und arbeitet da wunderbar miteinander zusammen. Also hier gibt es im Großen und Ganzen von meiner Seite eigentlich nichts zu meckern. Es ist eine Spielerei, ja, es hat auch seinen Preis, es ist nicht ganz so günstig, aber es ist auch dafür recht ausgereift, was den modernen Stand Ende 2017 angeht. Also man muss jetzt nicht hier irgendwie hier sagen, man verzichtet auf Google oder man verzichtet auf Alexa, sondern man kann mit jedem smarten Assistenten, den es momentan auf dem Markt gibt, in Deutschland, kann man Aurora steuern und das funktioniert sofern auch ganz gut. Wenn es dann mal, sage ich mal, eine Verbindung zu Aurora gibt, aber da werde ich auch im späteren Verlauf und sprich im Fazit nochmal genauer eingehen. Aber die Grundidee ist auch, dass ihr zum Beispiel sagt, hey Alexa, starte Aurora und mach alle Panels auf blau. Dann versteht das der Skill und dann wird eure Aurora-Lampe mit allen Panels automatisch auf blau gestellt. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, starte mein Setup, guten Morgen. Wenn ihr dann irgendwie ein paar warme Töne für den Morgen eingestellt habt, dann ist das ebenfalls möglich. Oder starte Konzentration, dann gibt es da sehr helle und sehr blautönige Lichter. Das ist dann komplett euch überlassen, aber das ist alles möglich und lässt sich auch per Sprache oder per App bequem steuern. Das System wird relativ leicht an der Wand angebracht. Es wird nämlich nicht gebohrt, sondern geklebt. Die Empfehlung sind, glaube ich, 3 Klebestreifen mit doppelseitigem Klebeband. Die liegen auch im Lieferumfang bei. Die packt ihr dann auf die Rückseite von den Panels, dann klebt ihr die an die Wand und dann sind die angebracht und verbunden sind die dann mit einem kleinen Chip, der dann quasi die beiden Panels oder je nachdem wie viele ihr installiert habt miteinander verbindet. Das System lässt sich, wenn man möchte, auch wieder von der Wand entfernen. Also es sind Klebestreifen vorhanden, die man mit einem kleinen Zug auch wieder entfernen kann. Allerdings hat das den Nachteil, dass dann immer so ein kleiner Zipfel an der Seite raussteht. Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, den selbstklebenden Klebestreifen so zu verkleben, dass man keine Reste an der Seite sieht. Das hat jetzt natürlich den Nachteil, dass dieses System so fest verklebt ist und ich dieses Muster, welches ich hier im Hintergrund habe, mal nicht eben schnell wechseln kann. Also man muss sich, bevor man es festklebt, schon ganz genau überlegen, was für ein Muster man dann denn da dauerhaft sehen möchte. Das Muster lässt sich dann natürlich nochmal erweitern. Man kann also zusätzliche Packs kaufen. Das ist möglich. Die sind auch nicht gerade günstig. Und man muss auch dazu sagen, es gibt es nur in dieser Form, die ihr jetzt auch hier oben mit den einzelnen Panels seht, also diese Dreiecke. Da gibt es jetzt auch leider noch kein viereckiges oder anderes Muster, sondern das ist so das Standardmuster von Aurora. Die Panels haben meiner Meinung nach eine durchaus solide, gute Qualität. Also ich habe da jetzt im Test nicht festgestellt, dass da eins stärker als das andere leuchtet oder als dass da irgendwo Farbschwächen zu sehen sind.
Ich finde, für diese Preisklasse, da würde ich das allerdings auch erwarten, bekommt man hier durchaus eine sehr gute Qualität. Die Panels sind jetzt nicht extrem hell. Das ist jetzt keine extrem helle Lampe, mit der man den Raum beleuchtet. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel und der Sinn und der Zweck von so einem System. Das installiert man sich nebenher. Das soll nicht unbedingt den Raum stark erhellen. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt das System hier und das ist mein Arbeitsplatz installiert. Und man kann dann durchaus auch mal auf eine Lampe weniger im Winter verzichten, denn es macht doch ein bisschen, es wirft mehr Licht in den Raum und auch ein sehr angenehmes Licht in den Raum, wenn man da eine entsprechende Farbe einstellt. Also es kann nicht nur zur Deko genutzt werden, sondern auch durchaus, wenn man ein Fan von farbigen Lampen ist. Und das bin ich persönlich. Ich habe hier im Büro auch zwei farbige Philips Hue-Lampen installiert. Dann integriert sich das wunderbar in das System und jetzt leuchtet den Raum nicht aus. Aber man kann durchaus, sage ich mal, auch damit den Raum oder einen Arbeitsplatz auch ein bisschen erhellen. Die App ist soweit sehr solide, sehr umfangreich. Wie gesagt, es gibt dort noch so einen kleinen Assistenten. Da kann man sich dann, bevor man das System an die Wand klebt, sogar schon mal so ein bisschen digital zurechtlegen. Man gibt dort an, wie viele Panels man gekauft hat. Und dann sagt einem die App im ersten Fall mal, was für Vorschläge sie für euch hat, also was für Muster denn angeboten werden. Dann könnt ihr euch aber auch schon selbst eure Muster dort eingeben. Oder ihr seid natürlich komplett kreativ und klebt einfach mal irgendwie an die Wand. Ich persönlich habe das System vorher ein bisschen auf den Boden ausgelegt, habe da mal so ein bisschen rumprobiert und habe überlegt, was mir denn da ungefähr in diese Ecke gefallen könnte. Ich hatte vor, das hier anzubringen und habe mich dann für eine recht simple Form entschieden, denn ich glaube, wenn man das fest verklebt hat, dann möchte man da jetzt kein Muster haben, was einem vielleicht nach einem halben Jahr wieder auf die Nerven geht. Von daher würde ich auch eher dazu raten, vielleicht ein eher simples Muster für eine langfristige Lösung zu nehmen. Aber über die App kann man dann, wie gesagt, vorher schon mal so ein bisschen ausprobieren, was da möglich ist und wie das Ganze dann auch mit den einzelnen Szenen, die man sich auch nachträglich herunterladen kann, aussieht. Die können auch von Nutzern erstellt werden. Also ich habe da 2, 3 direkt mal runtergeladen am Anfang und fand das persönlich dann in dieser Form, in dieser Art und Weise ganz angenehm und habe mich dann erst dazu entschieden, das Ganze fest an der Wand zu verkleben. Und das funktioniert über die App durchaus gut. Bis zu diesem Punkt, und ich habe mir auch andere Testberichte in den letzten Tagen und Wochen intensiv durchgelesen, ich habe das komplette Internet durchforstet, war in diversen Foren unterwegs, denn bis zu diesem Punkt klingt es jetzt eigentlich so, als ob das trotz dem Preis von 180 Euro für das Starter-Kit eine Empfehlung von meiner Seite ist. Aber leider muss ich hier ein ganz großes, dickes Aber mit in mein persönliches Review packen. Ich werde euch unten den Testbericht von Per, der bei uns im Blog die Textform und die Bildform, sage ich mal, veröffentlichen wird, parallel zu diesem Video, das werde ich euch verlinken. Lest euch bitte auch nochmal diesen Beitrag durch, denn soweit ich das weiß, Stand jetzt, konnte er das Aurora-System einwandfrei benutzen. Bei mir gibt es ein kleines Aber und das liegt an der Verbindung mit dem WLAN-Netz. Leider verliert Aurora immer wieder das Netz, sprich, wenn ich morgens zum Beispiel an den Computer gehe, dann kann ich das über meine Assistente starten. Mittags kann ich auch mal Aurora ein- und ausschalten, aber es kommt leider sehr oft vor, dass mir die Systeme melden, dass Aurora gerade nicht erreichbar ist. Es kommt dann auch vor, dass ich in die App gehe und schaue dann, okay, wie sieht's da aus? Auch da wird mir dann oft angezeigt, Aurora ist momentan nicht verfügbar, nicht erreichbar. Leider wird von dem Controller nur 2,4 GHz WLAN-Netz unterstützt. Mein Router hat 2,4 und 5 GHz kombiniert. Ich habe im Internet auch gelesen, dass das bei anderen Nutzern zu Problemen geführt hat, die einen Router benutzen, der dieses Netzwerk quasi kombiniert benutzt mit einer WLAN-ID. Es ist schwer zu sagen. Ich war mit dem Support sehr lange in Kontakt und habe, glaube ich, 20, 30 E-Mails hin und her ausgetauscht. Sie haben mir sogar einen neuen Controller zukommen lassen, den ich installiert habe, mit dem ich es dann nochmal probiert habe und nochmal neu eingerichtet habe. Und auch mit dem habe ich das gleiche Problem. Der Support an dieser Stelle ist wirklich sehr gut. Ich finde, die Jungs und Mädels, die das System betreuen, die leisten eine sehr gute Arbeit. Die sitzen natürlich in den USA, sprich eure Antworten werden sehr zeitversetzt ankommen. Aber in der Regel habe ich innerhalb von 24 Stunden eine zufriedenstellende Antwort bekommen und man war sichtlich bemüht, das Problem bei mir zu lösen. Leider ist man mit mir allerdings zu keiner Lösung gekommen. Sprich, der Grund, warum diese Verbindung so instabil ist, ist ungeklärt. Und das möchte ich euch an dieser Stelle einfach mitteilen. Falls das natürlich bei euch der Fall sein sollte, dass es jetzt Probleme geben sollte, die das System nicht benutzbar werden lassen, dann könnt ihr natürlich immer sowas umtauschen, wenn ihr das jetzt über Amazon oder sowas kauft. Das ist dann in dem Fall kein Problem.
Aber ich habe auch eben sehr viele Testberichte gelesen und auch Videos geschaut, die das problemlos nutzen konnten und die Aurora wirklich ohne Probleme im Alltag integriert hatten. Und ich vermute einfach, dass das ein sehr subjektives, persönliches Problem zwischen meinem Router und dem Aurora-Controller ist. Allerdings möchte ich es an dieser Stelle doch eindeutig erwähnt haben, denn ich habe festgestellt, ich bin damit auch nicht ganz alleine. In den Foren von Aurora ist auch öfter mal zu lesen, dass es zu Problemen kommt. Und ich glaube, der Controller für die WLAN-Verbindung ist jetzt nicht der hochwertigste. Von daher an dieser Stelle nur mal von mir den Hinweis, es kann zu Problemen kommen, es muss nicht, aber bei mir gibt es ein ungelöstes Problem und ich finde, der Transparenz von diesem Bericht ist es natürlich geschuldet, dass ich euch das mitteile. Das macht das Fazit leider auch ein bisschen interessanter und auch deutlich schwieriger. Ich hätte im Normalfall gesagt, es ist ein teures Luxus-Gadget, welches man sich für 180 Euro mal gönnen kann und welches wirklich Spaß macht und welches sich perfekt in das smarte Heim integriert. Ich persönlich hatte sehr viel Spaß damit. Es ist so ein Gadget, das kauft man sich nicht, weil man es braucht oder weil man sein Haus in Richtung Smart Home umrüstet und sich jetzt eine einzelne Lampe und dann preiswert vielleicht auch noch bei IKEA kaufen möchte. Nee, das ist ein System, das, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich sitzt und daheim arbeitet und sagt, Mensch, ich habe einfach Lust auf so ein smartes Home-Gadget. Vielleicht ist es auch mal ein wunderbares Geschenk. Ja, Weihnachten ist vorbei, aber die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Für solche Zwecke ist das meiner Meinung nach sehr gut geeignet und dann macht das auch Spaß, wenn es, wie gesagt, funktioniert. Der Hinweis mit den Verbindungsproblemen, der ist eindeutig jetzt hier besprochen worden. Der hat bei mir das Ganze leider ein bisschen, sage ich mal, das war der fade Beigeschmack. Ich möchte deswegen nicht komplett von dem System abraten, denn ich habe, wie gesagt, sehr oft gesehen, dass es funktioniert. Allerdings in meinem Fall, muss ich sagen, war das nicht optimal. Und bei mir funktioniert Aurora nur so 2 bis 3 Mal am Tag. Zum Glück am Morgen, wenn ich alle Lampen das erste Mal einschalte, da funktioniert das in der Regel gut. Aber dann über den Tag verteilt, macht das leider zu viele Probleme. Und ich habe hier unten auch, ich weiß nicht, die sieht man gerade nicht, noch eine Philips Hue-Lampe, die funktioniert einwandfrei von der Verbindung. Von daher ist das einfach ein bisschen ärgerlich und ich glaube, da hat man ein kleines bisschen an der Qualität vom Controller gespart, was den WLAN-Empfang angeht. Das finde ich persönlich schade und das möchte ich an dieser Stelle erwähnt haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel gar keine Probleme damit hat, dann ist, glaube ich, die Nanoleaf Aurora ein durchaus lustiges Gadget, ein durchaus spaßiges Gadget, welches man daheim sich durchaus mal installieren und auch etwas genauer anschauen kann. Aber von mir gibt es nur eine eingeschränkte Kaufempfehlung. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch freuen und auch ein Abo hilft diesem Kanal weiter. Ich habe es angekündigt, das Thema Smart Home ist noch lange nicht zu Ende und es wird 2018 weitergehen. Die Nanoleaf Aurora war an dieser Stelle nur mal ein weiteres Gadget und viele weitere werden in den nächsten Wochen und Monaten sicher noch kommen. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.